Hallihallo und moin, ich bin Yvonne von Papillon. Heute beginnt der erste Teil der Family Challenge. Diese wird immer in einigen unregelmäßigen Abständen zwischen meiner Nichte und mir ausgetragen. Ein bisschen was zu meiner Nichte. Emily ist 10 Jahre alt und begeisterte Bastlerin, genau wie ihre Tante. Meine kleine Nichte Nele spielt mit ihren 5 Jahren aber noch am liebsten mit ihren Puppen und ist der Bastelei, ja, bis jetzt noch nicht verfallen, aber wer weiß. Vielleicht können Emily und ich sie ja überzeugen, uns mit unserem Fieber anstecken. Wir werden sehen. Heute beginnt die Family Challenge mit dieser Karte. Ich liebe Gänseblümchen und mit dem Set Gänseblümchenglück hat Stampin' Up! Bei mir offene Türen eingelaufen. Emily ist davon genauso begeistert wie ich und deswegen wollen wir mal schauen, wie Emily diese Karte auf ihre Weise umsetzt. Legen wir los. Für die Karte benötigen wir Farbkarton mit den Maßen 21 x 14,5 cm, welches wir dann bei 10,5 cm falzen. Das machen wir auch gerade mal eben. Schön nach unten nehmen das Schneidemesser, ist schon oft genug passiert, dass man sich dann was aufschneidet, was man eigentlich falten will. So, kann man den auch schon wieder zur Seite legen. Mal eben, ups, umdrehen. Jetzt nehmen wir unser Falzbein und legen es noch mal, gucken vorsichtshalber noch mal, ob es gerade aufliegt und ziehen die Falz dann flach. Ich mache das immer mit dem Falzmesser so, dass ich das auch tatsächlich flach über das Papier drüber ziehe. Ich mag das nicht so hochkant. Irgendwie wird das bei mir nie so richtig schön. So, dann haben wir schon mal die Grundkarte. Jetzt nehmen wir den Aufleger. Der ist in dunkelviolett mit den Maßen 14 cm x 10 cm. Und das Deckblatt mit den Maßen 9,5 x 13,5 cm wieder in weiß. Für das Banner brauchen wir hinterher auch nochmal Farbkarton in weiß mit den Maßen 3,8 x 8 cm, auch wieder in weiß. Ein Band, Geschenkband, hier passend zu den Gänseblümchen. Ja, könnten auch Gänseblümchen sein, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind das ungefähr 12 cm. Und dann brauchen wir noch unsere facettierten Glitzersteine, transparent. Die liebe ich und für die Gänseblümchen optimal. Übrigens kann man die auch noch mit den Stampin' Blends, kann man die auch noch färben. So habe ich es gesehen. Ich habe es noch nicht ausprobiert, habe aber gesehen, dass es funktioniert. So, dann wollen wir mal starten. Und zwar fangen wir an mit dem Deckblatt. Nehmen wir das erstmal zur Seite. Mit dem Deckblatt. Da fangen wir an mit diesem Set Spitzengrüße. Da nehmen wir dieses Blumenarrangement. Na, komm her. Und dann habe ich mir dazu die Signalfarben von Stampin' Up! Genommen in der Farbe Amethyst. Das verteilen wir jetzt schön mit dem Stempel. Geht ruhig mehrmals darüber, immer schön unterschiedlich, weil die Tinte verteilt sich in den Stempelkissen auch unterschiedlich. Deswegen immer mal so. So. Jetzt legen wir das so ein bisschen quer hier auf. Ich halte es dann tatsächlich immer ein bisschen gedrückt, weil dann die Tinte so ein bisschen einziehen kann in das Papier. Ah, hätte besser sein können. Aber ist okay. Kann ich mitleben. Ja, da bin ich auch wieder. Ich habe mir Folgendes überlegt. Ich mache einen kleinen Cut, weil das hat mich dann doch ein bisschen gestört mit der Blume, dass das nicht so richtig geklappt hat. Deswegen habe ich mir jetzt meinen Stemperatus genommen und versuchen wir es da jetzt nochmal mit dem Stemperatus
Das ist auch ein einmaliges Gerät. Eine sehr gute Anschaffung, sage ich mal. Das hört sich besser an. Weil erstmal kann man da Projekte, wenn das mehrere sind, wie Hochzeiten, Konfirmationen etc. pp., da kann man dann wirklich auf in Massen herstellen und muss sich da keine Gedanken machen, dass das irgendwie mal anders aussieht bei einer anderen Karte. Das ist immer schön gleichmäßig und deswegen liebe ich den. Außerdem kann man Fehler auch sehr schön ausmerzen. So, das sieht doch schon ganz gut aus. Aber wenn wir ihn schon im Einsatz haben, machen wir das direkt gleich nochmal. Dann richtig schön Saft in die Blüten geben. So, dann kann man das nochmal machen. Das ist das Schöne halt. Das kann man beim Stamparatus immer wiederholen. Ha, das ist doch jetzt mal eine satte Farbe. Sehr schön. Dann können wir den auch schon wieder zur Seite legen. Fangen wir jetzt an mit unseren Gänseblümchenblättern, die wir hier vorne drauf gesetzt haben. Die machen wir jetzt und dafür brauchen wir dieses kleine Gänseblümchen aus dem Set Gänseblümchen Glück, was ich angangs schon erwähnte. Und dann nehmen wir die kleine davon. Wir nehmen wieder unser Amethyst. Inke. Oh Mann. So, mal gucken. Nicht zu weit in die Mitte. Schön im äußeren Bereich bleiben, weil die Stanze sonst später nicht so richtig greifen kann. Und dann muss man wieder anfangen rumzuschneiden. Das wollen wir ja nicht. Da habe ich wohl was nicht richtig geinkt. Naja, okay. Dann brauchen wir unsere Stanze. Und das dauert bei mir immer ein bisschen. Ich will das immer so richtig schön mit einem gleichmäßigen Rand. Da das klappt meistens nicht so auf Anhieb. Also muss ich immer ein bisschen fummeln. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Aber es soll ja irgendwie auch ein bisschen nett aussehen und nicht einfach nur so wischiwaschi dahin gebrettert. So. Dann können wir das wieder wegpacken. Jetzt weiß ich immer nie, nehme ich die nach außen, nehme ich die nach innen. Sieht beides schön aus. Ich glaube, ich nehme die weißen nach innen. Jetzt brauche ich noch unseren Tombow. Da reicht ein kleiner Klecks. Mehr muss das gar nicht sein. Und der will jetzt gerade nicht, oder wie? Also der ist noch voll, aber er will gerade nicht. Ah, siehst du? Ah, jetzt kommt er wieder in Massen da raus und ich habe meine Silikonmatte nicht aufgelegt. Aber ich habe, glaube ich, noch mal Glück gehabt. Verteilen wir es mit dem Finger. Gott, das wäre die Welt ohne Chaos, oder? Okay, ich glaube, jetzt haben wir es einigermaßen. Jetzt nehmen wir das Blümchen und die Blütenblätter und setzen die hier drauf. Ich glaube, ich hoffe, ich komme gerade nicht so tüchtig in die Mitte und versperre euch den Blick. Aber das Chaos muss ja nicht größer werden, ne? So. Dann können wir eigentlich direkt hergehen und auch hier die facettierten Glitzersteine auflegen. Ich nehme da die mittleren. Ja, die mittleren, die reichen. So, und immer wenn man die Pinzette braucht, hat man sie nicht zur Hand. Das ist normal. Aber das gehört zu dem heutigen Video scheinbar dazu. So. Aber das geht auch. Sehr schön. Jetzt lassen wir das noch ein bisschen trocknen. Und es klebt fest unten. War ja klar. So, Chaos. Können wir dies eigentlich, wobei, ja, wir setzen es direkt da oben drauf, dann ist die Sache erledigt, es kann nicht noch mehr passieren. Versuchen wir das Chaos in den Griff zu kriegen. So, jetzt legen wir das hier so auf, dass das auch vielleicht so ein bisschen umrundet wird von diesem Stempel, den wir hier schon drauf haben. So. Später können wir die Blätter dann auch noch ein bisschen nach oben biegen. Hier ist es teilweise schon von alleine passiert.
Dann gibt das ein bisschen Spiel, Dimension und Kontur. Das legen wir jetzt erstmal wieder zur Seite. Wir machen nämlich jetzt unseren Banner fertig. Dafür nehmen wir das Blatt mit den Maßen 3,8 x 8 cm und nehmen dafür unsere Stanze bezaubernder Anhänger zur Hand. Ich habe jetzt das nicht auf die volle Breite gesetzt, sondern auf 3,8 cm belassen, weil es sonst zu breit geworden wäre für die Karte. Jetzt müssen wir uns die erstmal öffnen. Dann legen wir das ein. Und dann müssen wir schauen, dass es unten bündig anliegt. Das tut's. Jetzt drehen wir das Ganze nochmal. So. Kann ich dann selber weg? So, irgendwie ist die nie so richtig schön sauber. Die ist neu, aber irgendwie scheinen die Stanzen nicht sauber zu arbeiten. Oder diese zumindest nicht. Ich werde die wahrscheinlich nochmal mit Alufolie bearbeiten müssen. So, jetzt nehmen wir uns für die Umrandung ein Fingerschwämmchen, weil weiß auf weiß kommt nicht gut. Also ein Fingerschwämmchen ins Amethyst klopfen und dann die Ränder so ein bisschen bearbeiten, damit sich das ein bisschen abhebt. Sonst wäre das ja vergebene Liebesmühe. Und gerade so diesen Anhänger, den liebe ich so, weil der erstmal so vielseitig einsetzbar ist von den Größen und immer wieder schön aussieht. Ich mag das Alte so ein bisschen, ne? Auch gut für Marmeladengläser. Eingekochte Marmelade, lecker, lecker. So, jetzt müssen wir doch die besten Wünsche drauf geben auf unseren Banner. Und dafür nehme ich das Set Vielseitige Grüße und wähle da die besten Wünsche aus. Ziehen wir uns dann auch mal eben. So, ein bisschen gerade legen sollte man sich das. Mal gucken, dass wir das jetzt hier irgendwie so ein bisschen gerade auflegen. Das ist noch vom alten Stempelset. Das sind nicht diese Stempelset, die ablösbar sind, wie jetzt zum Beispiel beim Gänseblümchenglück. Da habe ich den Fehler gemacht, dass ich dann anfangs die beiliegenden Kleber genommen habe und die hinten drauf geklebt habe. Die sind dann suboptimal, die halten nicht mehr so wirklich gut nach einer Zeit. Also da fallen die teilweise ab, da muss man mal mit Geduld und Spucke dran gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. So, und jetzt gucken wir mal, dass wir uns das hier nochmal irgendwie schön gerade legen und versuchen. Ich komme jetzt mit dem Kopf nicht so weit rein, dass wir das jetzt hier auch gerade auflegen. Schön aufdrücken, ein bisschen einziehen lassen, damit das schön saftig abbekommt. Oh Gott, bleibt sogar kleben. So, dann habe ich mir überlegt, ich mache genau wie bei der Karte vorher, mache ich eine Bordüre drauf. Ganz oben, sonst sieht das da oben so ein bisschen nackig aus. Das mag ich nicht so gerne. Und da kommt dann wieder das Set von den Spitzengrüßen. Und da nehme ich dann diese Bordüre. Girlande? Ich glaube, das ist eine Girlande. Schauen wir mal. Vielleicht wisst ihr es ja, wie man es jetzt genau bezeichnet. Ich glaube, es geht beides. So, schön mit Tinte einsetzen. So. Und das machen wir dann jetzt hier oben drauf. Wieder ein bisschen festdrücken. Ja, schön. Prima, können wir das Seite tun. So, weiter tun, ne? Das hat man mir früher eingeladen. Es gibt kein Tun. So,
dann ziehen wir uns das Band durch. Ich liebe Fummelsarbeit. Ich gehe da immer drin auf. Mein Mann kriegt eine Krise und ich fange an, erst richtig warm zu werden. So, jetzt gehen wir her und legen das Banner hier auf unsere Karte so. Ziehen es noch ein bisschen gerade. So. Okay. Ja, so kann man es lassen, ne? Ich glaube, ich fixiere die Front mal so ein bisschen, damit wir gleich nicht so viel verrutschen haben, wenn wir das Band festsetzen. Deswegen fixiere ich mir die Rückseite hier so ein bisschen, damit es dann nicht mehr verrutscht oder schief wird. Man kann es jetzt auch mit Dimensionals machen, dann kommt das noch ein bisschen weiter hoch. Aber ich finde, das reicht eigentlich. Dadurch, dass wir das an den Seiten geengt haben, passt das ganz schön. So, da ist unser erster Versuch gelandet. Den wollten wir ausmerzen, den Fehler. Und jetzt ist das Ding hier leer, oder wie? Oh Mann. Ja, schön, jetzt kann man das an den Seiten noch ein bisschen ziehen, wenn es einem nicht ganz so gefällt, aber das sollte eigentlich hinhauen. Jetzt wollen wir noch mal gucken, was hier mit dem Kleber ist, wenn der jetzt nicht so will, wie ich das will. So, jetzt nehmen wir unseren Unterleger. Ich arbeite da immer am liebsten mit dem Tombow, weil man dann noch ein bisschen die Karten, die Aufleger so ein bisschen verschieben kann, obwohl ich den Tombow so ein bisschen auf das Geschenkband legen. So. Guck. Ich nehme da dann immer noch mal mein Falzbein und ziehe da noch mal so ein bisschen drüber. Man hat meistens immer irgendwas an den Fingern. So, dann nehmen wir uns die Grundkarte. Immer schön gucken, dass die Öffnung zur richtigen Seite aufgeht. Und auch hier wieder Tombow verteilen. Karte auflegen. Möglichst mittig. Noch ein bisschen. Wieder ein bisschen glatt ziehen. Kleber nicht vergessen zuzumachen. Ja. Und so ist sie fertig. Jetzt können wir noch hergehen. Und die Blüten so ein bisschen nach oben ziehen. Dass so ein bisschen Spiel reinkommt. Meistens, wenn man sie mit der Post verschickt, werden sie tatsächlich eh wieder so ein bisschen gerade. Aber wenn man sie direkt übergibt, finde ich, hat das mehr. Das macht was aus. So, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt kreativ!